Die Rommis waren ausgeteilt und noch einmal strahlten die Sieger für die Kameras um die Wette. Dann konnten die Gäste endlich das Nachspeisenbuffet stürmen, wo Kaiserschmarrn, Sahnetörtchen und selbstgemachte Pralinen in allen Variationen warteten. Für die Aftershow-Party hetzte Christoph Felbel sogar direkt vom Kabarett Simpel in die Hofburg. Den offiziellen Teil der Gala hatte er ja leider versäumt. Du kommst jetzt direkt von der Arbeit quasi zum Feiern? Ja, natürlich. Natürlich, deswegen habe ich mich auch herausgeputzt, ja. Bin mit dem Arbeitsgewand gekommen. Nein, selbstverständlich, ist ja vollkommen klar. Na, weil das gibt's ja sonst nicht. Und so kann man nirgends hingehen nach der Arbeit in Wien. Ja, so, ja genau. Ich meine, weil am Samstagabend, da ist ja nichts los. In Wien ist ja ausgestorben am Samstagabend. Ganz andere Probleme hatte Talklady Barbara Karlich. Ich bin aus zwei Gründen traurig. Das erste ist, ich bin nicht nominiert worden, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass irgendwo in diesem ganzen organisatorischen System ein Muttermal-Rassist zugange ist, der etwas eben hat gegen Vera Russum und gegen mich und gegen Cindy Crawford wahrscheinlich auch. Deswegen sind wir beide nicht nominiert. Und dann bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil ich Eva LaRue oder LaRue, also diese tolle CSI-Schauspielerin, so gerne getroffen hätte, mir zu sagen, dass ich A, einer der größten CSI-Fans ever bin und B, ich hätte so gerne ein Foto gehabt für die Enkelkinder dann. So euphorisch war nicht jeder. Es ist ja so, dass heute auch ein Hollywood-Star da war, Eva LaRue. Ja. Wie finden Sie sie? Ich muss sagen, nie gehört, aber jetzt bin ich auch kein absoluter Serienschauer oder so. Aber ich fand bei allem, es gibt ja oft so, dass man sagt, die Amerikaner sind so professionell und schnurren das ab. Aber sie war auch herzlich und spontan. Und genau deshalb bekam die Karlich dann doch noch ihr Bild für die Enkelkinder. Um Kinder dreht sich das Leben derzeit auch bei Grünen-Chefin Eva Glawischnik. Wie geht es Ihnen? Mir geht es total gut, also ich bin voll Energie. Ich freue mich jetzt schon sehr. Ich freue mich aber auch noch auf den Wahlkampf, weil ich habe vorhin einen Wahlkampf zu bestreiten, Europawahl und dann das Baby. Also das wird alles, war sehr anstrengend, aber schön. So eine Gala, ist das für Sie eine willkommene Abwechslung? Wir sehen sehr selten aus, also wir gehen so 2-3 Mal im Jahr auf Veranstaltungen. Einen Ball, Romigala meistens. Aber nachdem mein Mann einfach im Medienbusiness arbeitet und heute auch stellvertretend für Hans Krankl eine Romy bekommen hat, habe ich mich auch darauf gefreut. Das ist auch was Besonderes. Etwas Besonderes ist für Romy-Moderator Alfons Haider der Feierabend nach getaner Arbeit. Alfons, die Romy ist vorbei. Ja. Wie ist die Gala gelaufen? Ja, für mich sehr kurzweilig, aber es liegt auch daran, wenn man 18 Auftritte hat, dass man natürlich dann Gäste waren nicht da, Technik hat gesponnen, also da passieren so viele Sachen. Was ist konkret passiert? Ich habe auf einmal überhaupt, und das ist das Schlimmste für einen Moderator, keinen Kontakt mehr zur Regie gehabt. Das ist tödlich. Mein Horcherl und mein Funksender waren einfach kaputt und das ist tödlich. Aber ich glaube, das passiert ja nicht zum ersten Mal, passiert ja regelmäßig sowas, oder? Ich habe halt schon 20 Jahre Routine. Das bringt mich nicht aus der Ruhe. So viel Ruhe behielt an diesem Abend nicht jeder. Wolfgang Böck verlor eben diese, als sein Blick kurz in Richtung Bar abschweifte und seine Romy plötzlich weg war. Angeblich soll sich diesen Scherz Karl Dall erlaubt haben. Er hätte die goldene Lady in jedem Fall gut behandelt. Ich würde die Romy nicht einschmelzen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Oder was meinen Sie? Ich weiß nicht, ich habe leider auch noch keine. Ja. Wofür auch, ja. Ja, wofür auch, das wofür ist die Frage. Die wofür sollten wofür wir die haben wir bekommen? Nicht bekommen? Ja, wofür haben wir beiden die nicht bekommen? Jetzt haben Sie mal die richtige Frage gestellt. Sie und ich, und das ist das Großartige, wir haben das gewisse Nichts. Ja. Eigentlich sollte man uns die Romy mal verleihen. Die können Sie ja wiederkriegen, wenn sie verliehen wird. Für das gewisse Nichts. Ich habe gerade mit dem Karl Dall gesprochen. Ja. Der hätte auch gern mal eine Romy. Was kann man denn da tun? Ja, also ich würde ihn gern, ja, weil ich mag den Karl Dall. Aber natürlich so für ein Biefke. Für ein Biefke ist es nicht so einfach, eine Romy zu kriegen. Er meinte ja, er hätte das gewisse Nichts, ob das nicht zählt. Er hätte das gewisse Nichts? Genau. Ja, für das gewisse Nichts hat er zu viel und für das gewisse zu viel hat er zu wenig. Wer an diesem Abend keine Romy mit nach Hause nehmen durfte, konnte sein Glück an einem Spieltisch von den Casinos Austria versuchen. Das war sehr witzig, kurzweilig, unterhaltsam, voller Überraschungen auch, mit viel Witz und Charme. Also war ein toller Abend. Ein toller Abend, der für viele erst in den frühen Morgenstunden endete.